Guten Morgen, da war die Fragestellung, was haben Communities mit dem Pyramidenbau zu tun, glaube ich. Ich würde mal die Frage stellen oder eine Erfahrung, die wir gemacht haben, was Communities nicht mit dem Pyramidenbau zu tun haben. Wäre da eine Idee? Also die eine große Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, ja, was sagt? Der alleinherrschende Sonnengott, genau. Also diese zehntausende Sklaven, ja, denen man sagen kann, was sie tun sollen, die hat man im Community Management in der Regel nicht. Das heißt, das Wichtigste aus unserer Sicht im Community Management ist eigentlich das Thema, wie kriege ich die Leute motiviert, begeistert, irgendwie dabei zu sein. Ich glaube, diejenigen, die die Pyramiden in Ägypten gebaut haben, die wären wahrscheinlich mit so einem heutigen Community-Ansatz, weiß ich nicht, ob man die zu den Pyramiden hätten begeistern sollen. Also von meiner Seite auch nochmal guten Morgen. Simon Dückert mein Name. Ich komme aus dem Medical Valley. Ich weiß nicht, wem von Ihnen sagt Medical Valley was? Schon mal gehört? Ah, doch, einige? Okay, hätte ich nicht erwartet. Schön. Ich sage vielleicht vorneweg ein paar Sätze zu Clustern, weil das in der No-Tech ja vielleicht so ein bisschen schräges Thema ist. Meistens bezieht sich Enterprise 2.0 oder Wissensmanagement auf die Bezugsgrenze einer Organisation, also eines Unternehmens oder einer Forschungseinrichtung, einer Universität. Dann kann man so die nächste Abstraktionsebene nehmen und sagen, okay, man schaut sich Wertschöpfungsketten an. Also man guckt meinetwegen ein Bosch, wie das Beispiel vorher, was ist da so die Zulieferkette, mit welchen strategischen Unipartnern arbeitet man da zusammen, was sind die Kunden, wie binde ich die ein in so einen Ansatz. Und Cluster sind jetzt eigentlich nochmal eine Ebene abstrakter. Ja, bei Cluster geht es darum, dass ich regionale Konzentrationen von Akteuren habe, die in irgendeinem Themengebiet sehr gut sind. Und die regionale Dichte führt dazu, dass die einen sehr hohen Interaktionsgrad haben. Und das beste Beispiel, werden wir nachher auch gleich noch sehen, ist das Silicon Valley. Ja, dadurch, dass da die Stanford University, die Investoren, die Startups sind, dass es Festivals gibt, Partys, Musik-Events und so weiter. Es gibt sehr viele Anlässe, wo sich diese Leute treffen, Ideen austauschen können und Innovationen generieren. Und das ist eben genau so ein Ansatz des Medical Valleys. Man sieht hier auf dem Bild vorneweg das Medical Valley Center. Das ist ein Gebäude, wenn man jetzt hier nach rechts gucken würde, das ist das Siemens Healthcare Headquarter. Also da sitzt der Vorstand von Siemens Medizintechnik, und das Gebäude, dieses Medical Valley Center, das geht nach hinten mit so 6 Fingern, 3 Stockwerke, jeweils 280 Quadratmeter. Im rechten Teil sind Medizintechnik-Startups angesiedelt, im linken Teil sind Dependancen von Lehrstühlen aus Universitäten in der Metropolregion Nürnberg, die im weitesten Sinne mit Medizintechnik zu tun haben. Und das ist nicht nur reine Medizintechnik, sondern da ist von der medizinischen Hochschule sitzen da Leute drin, aber auch von der Sportfakultät, Bewegungsökonomie, da geht es um Apps, was stellen wir mit der iPhone Health App jetzt an, solche Themen sind da auch. In der Mitte im Treppenhaus ist eine Kunstgalerie, unten ist ein Café untergebracht, ja, und das soll so in der Architektur auch widerspiegeln, dass sozusagen die Startup-Szene, die Wissenschaft und die Wirtschaft, nämlich die Siemensianer und von anderen Firmen, die Leute sich da treffen können und dort so ein Innovationsschmelztiegel entsteht, wo einfach sehr viel Neues herauskommt. Genau, wer so ein bisschen über Cluster sich interessiert, ich habe eine ernsthafte Quelle und eine spaßige da reingenommen. The Silicon Boys ist eine sehr schöne Biografie, könnte man sagen, des Silicon Valleys, wie sich das entwickelt hat, aus den 60er Jahren ungefähr bis heute. Sind spaßig gemeint, HBO, die Fernsehserie Silicon Valley, ich weiß nicht, ob die jemand gesehen hat, das sind so ein bisschen die Eigenheiten und Verschrobenheiten im Silicon Valley, also wie dort Leute miteinander umgehen und wie dieses ganze Ökosystem dort funktioniert. Michael Porter hat das Konzept der Cluster definiert, die Definition geografisch Konzentration von vernetzten Unternehmen und Institutionen in einem bestimmten Themenfeld. Großer Unterschied eben zu Wertschöpfungsketten. In einem Cluster sind nicht zwingend alle Akteure in der gleichen Wertschöpfungskette. Ja, das heißt, man würde nehmen wir mal Audi in Ingolstadt, da sitzen auch außenrum die ganzen Zulieferpartner, das bildet aber eine Wertschöpfungskette, wäre nach der Definition kein Cluster, weil da gerade Unabhängigkeit nicht groß genug ist. Bekannte Beispiele, Silicon Valley Boston Health Cluster zum Beispiel, rund um das MIT ist eines. Russland, kann man mal danach googeln, Skolkovov, die versuchen gerade so etwas Ähnliches aufzubauen. Ein paar 10 Kilometer von Moskau entfernt.
Es gibt auf Ebene nationaler Innovationspolitik eigentlich fast in allen Ländern mittlerweile Strategien, solche Cluster zu etablieren. Also man schaut national, wo gibt es Schwerpunkte im Bereich der Industrien, der Mittelständler, der Hochschulen. Und eine dieser Initiativen war die Deutsche Spitzencluster-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die lehnt sich an die bundesdeutsche Hightech-Strategie, wo mal bedarfsgetrieben gesagt wird, was sind so die fachlichen Themen, die uns als Volkswirtschaft in den nächsten Jahrzehnten erfolgreich machen wird. Und auf diese fachlichen Themen setzt man eben auf. Und es wurde in der Spitzencluster-Initiative wurden insgesamt 15 solche Spitzencluster definiert. Wer aus München kommt, gibt es den Biotechnologie-Cluster, in Hamburg den Raumfahrt-Cluster. Kann man auf deren Seiten mal ein bisschen schauen, was es da gibt in dem Bereich. Das Projekt, für das ich jetzt hier stehe, ist eines von insgesamt 45 Projekten. Also die Spitzencluster-Initiative, das funktioniert so, das läuft über 5 Jahre. 1. Mai 2010 ging es los. Wir sind eigentlich schon auf der Endgerade. 30.04. nächsten Jahres ist das Projekt Ende. Die Spitzencluster werden über die Laufzeit mit ungefähr 80 Millionen Euro gefördert. Da wird ein zentrales Clustermanagement aufgebaut. Das ist bei uns in Form eines Vereins organisiert. Ein eigener Verein gegründet worden mit so knapp 10 Mitarbeitern Größenordnung. Und das Projektziel ist praktisch, wir haben uns in dem Projekt das Ziel gesetzt, zu schauen, was im Bereich Wissensmanagement, soziale Medien, Enterprise 2.0 in Unternehmen State of the Art ist und was man davon auf dieses Konstrukt von Clustern, von Unternehmensnetzwerken übertragen kann, um insbesondere die Kooperation in interdisziplinären Projekten zu unterstützen. Interdisziplinär deswegen, weil wir glauben, dass das ein ganz wichtiger Motor ist für die Innovationskraft in der Region. Also man merkt, wenn wir Treffen haben, das sind nur Medizintechnikhersteller oder nur Unileute oder nur Krankenversicherungen oder nur Ärzte oder nur Pflegedienste, da kommt nicht so viel raus, wie wenn ich ein Thema finde, wozu die sich zusammentreffen. Das kann man vielleicht auch nochmal sagen, die Mitgliedsstruktur, wir haben jetzt glaube ich irgendwas über 170 Mitglieder von sehr großen, wie die medizinische Fakultät der Universität oder Siemens MedTech, aber auch ganz viele Startups mit 2, 3 Unternehmen nur, aber auch die Versicherungswirtschaft, also ganzen Krankenversicherungen. Wir sind gerade dabei, so einen Modellregionsansatz zu fahren, wo es darum geht, wie sieht das Gesundheitssystem der Zukunft aus. Und da bringt es nichts, jemanden zu haben, der Computertomographen baut, sondern es geht auch darum, wie wird das refinanziert in der Krankenversicherung, wie macht man das in Ärztenetzwerken und gibt es irgendwo Computertomographiezentren und solche Dinge. Und ein Element von dem Projekt ist eben auch, dadurch, dass die Player sehr verteilt sind, also wir sind regional dicht, Metropolregion Nürnberg erstreckt sich so mit Nürnberg, Erlangen, Fürth im Kern, bis Bayreuth im Norden, Ansbach im Südwesten, Weiden, Amberg im Südosten, aber man kommt im Prinzip überall in einer halben Stunde hin, halbe, dreiviertel Stunde und das ist ein ähnliches Konstrukt, wie wenn ich von San Francisco nach Palo Alto fahren muss. Ja, was haben wir da gemacht? Ein bisschen Geschichte noch, bevor ich aufs Community Management komme. Ein Schritt war gewesen, erstmal, das war so in 2010, 2011, virtuelle Infrastruktur aufzubauen. Wir haben gesagt, wir wollen das Medical Valley langfristig zu einem international sichtbaren Cluster ausbauen. Da hatten wir eine ganz wichtige Anforderung, nämlich egal was wir virtuell machen, wir brauchen eine Lösung, die nicht skaliert mit der Anzahl der Nutzer. Ja, weil wenn das von der Uni Tel Aviv und MIT und Harvard und so weiter, die Studenten sich alle bei uns registrieren und dann ist jemand im Hintergrund und der sagt, das kostet aber pro Nutzer 5 € pro Monat, dann sprengt das die Grenzen von so einem Cluster, das kann man einfach nicht finanzieren. Deswegen war da der Ansatz, auf eine Open-Source-Portallösung zu gehen, Open Atrium. Das ist im Prinzip so eine Art SharePoint-Nachbildung, das hat die Weltbank gebaut für ihr Intranet. Setzt auf Drupal auf und bildet sozusagen im Wesentlichen Kollaborationsräume ab und hat eben genau diesen Aspekt, dass es lizenzfrei ist im Sinne der Nutzer. Also wir haben keine Kosten pro Nutzer in dem Sinne. Wir haben 2 Bereiche. Wir haben den offenen Bereich, im Prinzip die Cluster-Webseite, das sieht man hier mit Newsletter und YouTube und Twitter-Integration und so, und einen geschlossenen Bereich, der im Wesentlichen so aussieht, wie man es kennt von Connections, Jive, SharePoint und Konsorten, also das heißt rund um Gruppen von Leuten, Hüllen der Zusammenarbeit zu schaffen, sage ich auch gleich noch was dazu. Wir haben uns davon ferngehalten und sind da auch sehr froh, bestimmte Dinge entweder nachzubauen oder sehr tief zu integrieren. Also immer wenn es um Video geht, haben wir YouTube-Integration, Folien, Slideshare-Integration, Twitter, wir nutzen die Google Custom Search Engine, um sozusagen eine gecustomized Suchmaschine zu machen. Die 150 Mitglieder können sich in Firmenprofilen ihre Mitgliedsseiten hinterlegen. Das wird über Google Custom Search mit indiziert.
Also wir können sozusagen nicht nur die Inhalte in dem Portal des Clusters durchsuchen, sondern die ganzen Siemens-Med-Webseiten und die Uni-Webseiten auch, ohne dass uns das zusätzlichen Aufwand macht. Aber darum soll es hier jetzt nicht gehen im Detail. Gruppenfunktion vielleicht gleich noch gezeigt. Es gibt so ähnlich, wie man das bei Connections und Konsorten auch macht, die Möglichkeit, Gruppen zu gründen. Jedes Clustermitglied kann solche Gruppen gründen, die können offen, geschlossen und geheim sein. Das ist bestimmt ein paar Mal schon genannt worden, deswegen gehe ich da nicht mehr drauf ein. Die Funktionalitäten innerhalb der Gruppen sind auch so, wie man es kennt. Es gibt einen Aktivitätenstrom auf der Startseite, Blog, Wiki, Dateien, Kalender, Aufgabenlisten, RSS-Import. Das sind so die Elemente, die man hier oben sieht. Der Gruppenadministrator hat einen kleinen Einstellungsreiter, wo er die Funktionen ein- und ausschalten kann. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will eine reine Blogging-Community haben oder wir wollen einen Forschungsantrag in einem Wiki schreiben, schalte ich nur die Wiki-Funktion ein und den Rest aus. Weil unserer Erfahrung nach sind die meisten Plattformen viel zu überladen und Leute tun sich schwer, wenn sie Funktionen sehen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Ja, aber jetzt zu den Communities of Practice. Vielleicht nochmal zu den Projekten. Also wir haben von den 45 Projekten sind 2 so Projekte wie wir. Also wir in unserem Projekt kümmern uns mehr um die interne Zusammenarbeit, den Wissensaustausch im Projekt. Das zweite, was nicht typisch ist, ist ein Projekt, was internationale Kommunikation macht, also was dafür sorgt, dass in der Harvard Health School zum Beispiel einfach bekannt wird, dass es das Medical Valley gibt. Die anderen 43 Projekte sind Forschungsprojekte im Bereich der Medizintechnik. Also da geht es um Computertomographen, um Sensorik. Ich weiß nicht, wer sich die Google Health App schon mal angeschaut hat. Da gibt es irgendwie einen Parameter drin, Temperature Measured in Rectum. Da kann man sich mal vorstellen, welcher Sensor, der ans iPhone angekoppelt ist, die Daten liefern soll. Also haben wir auch keine Lösung. Nur als Spaß gedacht. Aber im Prinzip geht es da um Sensorik, die mir zum Beispiel drahtlos Bewegungsinformationen, Gesundheitsinformationen gibt. Wir haben im Kontext des demografischen Wandels ein Riesenthema, nennt sich Ambient Assisted Living. Also das heißt, wie kann ich dafür sorgen, dass Leute, die immer älter werden, trotzdem möglichst lange zu Hause bleiben können. Da geht es dann um Falldetektion, jemand wird ohnmächtig, fällt, Notruf wird automatisch ausgelöst, solche Dinge. Aber auch so zu Sachen, wo werden welche Eskalationsstufen ausgerufen, also wenn ich feststelle, weil ein älterer Mensch ein iPhone in der Tasche hat, der bewegt sich jetzt vom Haus weg, das was man im Radio öfter mal hört, Herr Müller wird gesucht, könnte sein, dass der irgendwo planlos umherirrt, wo man dann zum Beispiel sagen kann, wenn der die ersten 20 Meter von seiner Wohnung weg ist, dann wird erstmal ein Angehöriger angerufen. Ja, weil das für den sehr peinlich ist, wenn sofort die Polizei kommt zum Beispiel, ne, oder die Johanniter ausgerufen werden. Also das heißt, wir haben im Prinzip 43 Projekte, das ist mal hier so durch das Grüne symbolisiert, die in irgendwelchen medizintechnischen Feldern forschen. Und natürlich kann man sich jetzt vorstellen, im einen ist der eine Unilehrstuhl und die eine Firma und im anderen der andere Unilehrstuhl und die andere Firma. Das heißt, die Projekte, und das ist glaube ich ähnlich wie ein Unternehmen, haben erstmal vielleicht nichts miteinander zu tun, also haben keine gemeinsamen Termine, keine gemeinsamen Treffen, arbeiten nicht am gleichen, das heißt, da gibt es erstmal keinen Wissensaustausch zwischen denen und deswegen war da so der erste Ansatz, Communities of Practice entlang von 5 Leitthemen des Clusters zu etablieren, wo man dafür sorgt, dass sich zum Beispiel, das war auch die erste Community, die wir hatten, die Leute, die sich mit intelligenter Sensorik beschäftigen, untereinander austauschen. Communities haben in der Regel 2 Community Manager, die werden vom zentralen Community Management ausgebildet. 2 deswegen, weil wir gelernt haben, ähnlich wie das bei Xing ist, da brauchen wir auch 2 Moderatoren, um eine Gruppe zu gründen. Der eine kommt von Siemens, wird irgendwie intern mal umpriorisiert. Wenn ich da nur einen habe, bricht mir die Community zusammen. Das ist ein ganz pragmatischer Grund. Wir machen das am meisten so im Gespann, versuchen wir das zu tun, also dass man so vielleicht so einen Erfahreneren, einen Projektleiter und einen Jüngeren, einen Einsteiger hat, damit hat man so dieses Nachfolgeproblem gelöst, weil wenn der Ältere dann vielleicht aus dem Projekt rausgeht, ist der Jüngere nachgewachsen und man sucht sich dann einen neuen Jüngeren, der den Community Manager sozusagen nachbesetzen kann. Bei uns ist es so, dass aufgrund der Altersstruktur, also das ist so, wir haben keine demografische Analyse gemacht im Cluster, aber ich denke, wir haben irgendwas so um die 40 Jahre plus minus x, sich das Community-Leben sehr stark rund um physische Interaktion rankt. Also da geht es darum, Treffen zu machen, Symposien zu machen, Experten von extern einzuladen. Also wir haben zum Beispiel im Themenfeld
Medikation, da kommen dann Leute von der Charité in Berlin und erzählen. Und das Virtuelle rankt sich eigentlich um diese physischen Treffen. Also da wird dann geschaut, dass aus so Vorträgen beispielsweise die Präsentationen da bereitstehen, dass man die dort weiter diskutieren kann, dass wir Vorträge von externen Experten, die kommen, aufzeichnen können, dort als Video bereitstellen können. Aber so der Kern ist, glaube ich, die physische Interaktion im Cluster. Wir haben, das ist vielleicht auch spannend, sowohl ehrenamtliche als auch Vollzeit-Community-Manager. Das ist vielleicht jetzt im Forschungs- und Vorentwicklungsbereich ein bisschen eine Besonderheit. Es wird gerade im Bereich von Unternehmensnetzwerken aktuell sehr stark gefördert von der Regierung, dass sich in solchen Netzwerken Community-Manager bilden. Da gibt es, wen das interessiert, mal mitbringen, sogenannten ZIM-Kooperationsnetzwerke. Darüber kann man sich Community-Manager über eine Laufzeit von einem Jahr fördern lassen. Und das merkt man schon, wir haben Communities mit Ehrenamtlichen, die laufen sehr gut. Wir haben aber auch welche, wo man merkt, wenn man ein bisschen mehr Ressource reinstecken könnte, dann würden die noch viel besser laufen. Und da ist das vielleicht ein Weg, einfach mal über ein Jahr jemanden zu haben, der Vollzeit nichts anderes macht. Das sind so die, also was man hier sieht, zu den Screenshots habe ich gar nichts gesagt, also das ist vielleicht auch das Spannende im Gegensatz zu Unternehmensbeispielen, die Dinge, die ich Ihnen hier zeige, können Sie alle offen im Netz anschauen, also hier unten ist die URL, wir haben einen Bereich, wo man im Prinzip die ganzen Communities, die es aktuell gibt, sehen kann, also die, die strategisch gepusht sind, muss ich dazu sagen, das sind nicht alle, die Mitglieder für sich gründen, da gibt es natürlich noch mal viel mehr. Wir haben so ein Treffen gemacht der Community Manager, dass die sich so alle halbe Jahre mal austauschen, Erfahrungen in Bezug auf Community Management. Was die sich im letzten Jahr gewünscht haben, ist, dass sie eine stärkere strategische Einbindung der Communities haben wollen. Also, dass sie mit dem Vorstand des Medical Valleys darüber sprechen, was ist sozusagen die Rolle, die Communities im Kontext der Clusterstrategie spielen. Also zum Beispiel das Thema Gesundheitsmodellregion 2030. Was sind da Themenfelder, die vielleicht in den Communities noch fehlen? Und wir haben jetzt ein Regeltreffen, wo sozusagen dieses Treffen der Community Manager gekoppelt ist mit dem Vorstandstreffen. Und man auf der einen Seite diesen Aspekt spielen kann, was erwartet sich denn der Vorstand von den Communities? Welche Projekte fehlen uns vielleicht noch in den Feldern? Da werden dann auch neue Projekte angestoßen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Umgekehrt auch sozusagen dem Vorstand mal rückzuspielen, was ist in den Communities geleistet worden, was würden die sich wünschen, wie sie noch besser unterstützt werden könnten. Ja, das ist mal so eine Übersicht. Aktuell laufende Communities. Gehen wir mal die einzelnen ein bisschen durch. Also das ist alles sehr medizintechnisch. Wir haben eine Community rund um Implantate, Transplantate, nachwachsende Knochenmaterialien. Also so das Ersatzteillager der Zukunft, könnte man sagen. Das ist alles, klingt vielleicht noch ein bisschen Raumschiff Enterprise, aber mal so demografischer Wandel in die Zukunft gedacht. Das wird ein riesen Thema, ein riesen Feld werden. Wir haben das ganze Thema Arzneimittel, Therapiesicherheit. Zum Beispiel in der Medizin ein ganz großes Feld, personalisierte Medizin, haben wir gestern in dem Zukunftsforscher-Vortrag ein bisschen was gehört. Also wenn man so ein bisschen einen Einblick hat, wie heutzutage festgelegt wird, wie sie ihre Medikamente bekommen, ist das, sagen wir mal gelinde gesagt, noch sehr industriegesellschaftsgeprägt. Also egal wer von uns mit einer bestimmten Diagnose irgendwo hingeht, der bekommt die gleiche Medikation. Ja, unabhängig von seinem Genpool, seiner Vorgeschichte und so weiter. Personalisierte Medizin heißt, sozusagen es so zu machen, dass sie genau den Mix bekommen, der für sie passt, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, und das ist, hat natürlich so ein bisschen wie Industrie 4.0 in der industriellen Produktion, wo man jetzt einfach medizinische Prozesse darauf abstellen muss, dass die nicht standardmäßig sind, egal wer kommt, sondern sich auf die einzelne Person einstellen können. Dann gibt es eine Community, die ist mit dem Lehrstuhl für Sportökonomie zusammen und mit Adidas. Da geht es um Bewegung, Prävention, Gesundheitsmanagement. Also sozusagen vorgelagert, was kann ich tun, dass es zu bestimmten Krankheitsbildern überhaupt nicht kommen wird. Ja, da wird was gemacht. Kompetenzpool-Zulassung ist ein spannendes Feld. Also ähnlich wie, weiß nicht, Automobilindustrie ist vielleicht ähnlich, so Zukunftsmarkt China. So ist das in der Medizintechnik auch. Also wenn mal sozusagen China vom Entwicklungsstand so ist, dass die in Breite eine sehr große Gesundheitsversorgung brauchen, ist es der Markt für Mittelständler. Und die Zulassungsverfahren innerhalb oder um ein Gerät, was hier in Europa geht, dort zuzulassen, das ist ein riesengroßer bürokratischer Prozess. Und da gibt es eine eigene Community, die zum Beispiel zusammenträgt die ganzen Erfahrungen, wie funktionieren die Zulassungsprozesse, wie funktioniert die Politik.
Also woran kann ich da scheitern, obwohl ich irgendwie technisch oder formal alles berücksichtigt habe. Und es da natürlich ganz verschiedenen Wissenstransfer gibt, also von Playern, die schon lange in China sind, wie Siemens zum Beispiel, auf innovative Startups, die noch nie ein Produkt nach China gebracht haben. Teilweise aber auch mittlerweile haben wir Startups, die mit chinesischen Unis zusammenarbeiten und dort über die Zusammenarbeit viel berichten. Also das ist so ein, kann man gar nicht sagen, dass das immer von den Großen zu den Kleinen fließt oder von der Wirtschaft in die Uni, sondern innerhalb dieser Community ist eben der Schmelztiegel, wo dieses Wissen getauscht werden kann. Healthcare IT ist ein spannendes Feld, also weiß ich, wenn man so einen Krankenwagen reingeschaut hat, das ist ja noch erstaunlich analog, also da geht es darum, sozusagen die ganze Vernetzung der Gerätschaften, sei das Krankenhaus mit Krankenwagen, Krankenhaus mit ihrem Zuhause, ihr Arzt mit ihrem Smartphone, solche Geschichten. Intelligente Sensorik habe ich genannt, also ne, weiß ich, auch da wieder, die, wenn Sie mal schauen, diese ganzen Medizingeräte, die uns irgendwie überwachen. Ja, wir lachen irgendwie über die Apple Watch, dass die ein bisschen groß und klobig vielleicht ist, aber diese Medizinprodukte, die sind nochmal Lichtjahre davon weg. Also da hat man so ein Raumschiff Enterprise-Gerät irgendwie da am Arm. Und da geht es eben darum, Sensoren zu bauen, die sich irgendwie verstecken lassen, die über Hautoberfläche miteinander kommunizieren, dass ich da nicht Kabel irgendwo liegen habe oder so. Also das ist auch ein spannendes Feld. Es gibt mittlerweile einen eigenen Bereich nur für Healthcare-Entrepreneure. Also was ist sozusagen die Problematik, die ich habe, wenn ich ein Startup mache im Healthcare-Bereich? Wir haben in Deutschland sehr regulierte Situation. Und was geplant ist, ist ein zu Demenz. Das ist so ein richtig medizinisches Ding. Das kommt jetzt demnächst. Community Management, was wir machen, ist im Prinzip, dass wir sagen, wenn eine Community sich gründet, von Cluster-Management-Seite aus gibt es mal so eine Grundbetankung. Einige Tage Grundeinführung, was ist eigentlich Community-Management, was kann die Infrastruktur, die wir haben, was sind Tipps und Tricks, was wir empfehlen. Und bei den ganzen neueren Communities, die gegründet sind, machen wir das so, dass wir in der Regel starten mit einem Community-Management-Team in diesen Communities, diese zwei Personen, und es praktisch nochmal ein Pendant gibt aus dem Cluster-Management. Also dass eine oder zwei Personen aus dem Cluster-Management mit in dem Community-Management sind, dass wir einfach ein bisschen mitbekommen, funktioniert es nicht, wo muss man helfen, wo gibt es vielleicht Erfahrungen aus anderen Communities, die man übertragen kann. Und das ist in der Regel so ein Zeitraum von einem Jahr. Also wir versuchen das maximal nach einem Jahr, die sozusagen für sich läuft. Und in der Zeit ist man da so, ich könnte sagen, irgendwie Mädchen für alles. Also man schaut, dass es die Termine gibt, man schaut, dass also so ganz banale Sachen, Eventmanagement, Einladungen, externe Referenten, wer könnte spannend sein, solche Dinge, Leute ein bisschen an das Virtuelle ranführen, das dauert in der Regel eine ganze Weile. Es gab einige Leute bei uns im Cluster, die dachten, wir stellen da so eine Plattform hin und auf einmal ist da Leben wie auf Facebook. Jetzt ist natürlich, sagen wir mal, so ein Medizintechnik-Entwicklungsumfeld oder Wissenschaftsumfeld, zum einen mal sind da überhaupt nicht affin. Also die meisten Menschen, die dort sind, haben so gut wie keine Aktivität auf Facebook, Google+, LinkedIn und so weiter. Also für dieses komplettes Neuland, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die haben auch, gelinde gesagt, einen Arsch voll Arbeit zu tun. Also die sind teilweise in ganz vielen verschiedenen Projekten. Und da hört man sofort, kommt mir nicht mit noch einer Plattform. Ja, und dann kommt sozusagen über die Problematiken, die sich durch die Treffen ergeben, also wo sind eigentlich die Folien, die haben wir per E-Mail verschickt, aber da war ich noch nicht in der Community, kannst du mir das weiterleiten? Und da gab es eine Diskussion dazu, ja, wo war die denn? Die hatten wir in der Telefonkonferenz. Also über diese Probleme kommt dann eigentlich die Einsicht, dass so ein zentraler virtueller Ort, der als Anlaufstelle, es gibt von dem Etienne Wenger dieses schöne Buch Community Habitat, also die Heimat der Community sozusagen, dass das gar keine schlechte Idee sein kann. Das entwickelt sich aber meist, muss man sagen, erst so nach dem zweiten, dritten Treffen, wenn mal so klar ist, was will man eigentlich, die Leute sich gesehen haben, man weiß, passt mir die Nase, vertraue ich dem, ne, und dann geht es eigentlich erst im Virtuellen los. Was überhaupt nicht funktioniert, also wir hatten einige Fälle, wo so, also die beginnen, glaube ich, hier vom Kompetenzpool war so, wo die Verteilung der Leute virtuell war und man versucht hat, rein im virtuellen Raum so eine Community aufzubauen. Das dümpelt. Also weiß ich nicht, ob es andere Erfahrungen gibt, aber das funktioniert in der Regel nicht sehr gut. Die Unterscheidung Community zu
jetzt sowas, wenn man im Unternehmen sieht, Abteilungen oder Projekten. Also das Schöne ist, in einem Cluster im Vergleich zu einem Unternehmen, wir haben keine Abteilungen. Wir haben in dem Sinne auch keine Hierarchie. Klar, es gibt einen Vorstand, es gibt den Verein, aber das ist eigentlich relativ hierarchiefrei. Das heißt, die Unterscheidung auch zwischen Projekten und Communities ist, dass die Communities sich in der Regel ihr Ziel selber suchen. Das ist nicht vorgegeben. Diese Projekte hier, da gibt es in der Regel, so wie man es im Unternehmen auch macht, einen Projektantrag und kriegt einen Projektauftrag und da steht drin, was das Projekt zu tun hat. Also das Ziel in irgendeiner Art und Weise vorgegeben. Und wir sagen, ein wichtiges Eigenschaft dieser Communities of Practice ist, dass die sich ihr Ziel selber suchen. Das heißt aber nicht, dass die irgendwie zielfrei irgendwo herummeandrieren. Das heißt nur, dass sie es für sich selber festlegen. Und das ist eigentlich auch im Community Management der erste wichtige Prozess, dass der Community Manager der Geburtshelfer ist, um in der Community darüber zu sprechen, was ist eigentlich unser Ziel. Und was sich da eigentlich rauskristallisiert hat, was ganz gut funktioniert, ist, dass man mit denen, da gibt es ganz verschiedene Darstellungen, das haben wir auch nicht standardisiert, aber dass jede Community so eine Roadmap sich erstellt, so einen Phasenplan, was haben wir eigentlich vor zu tun? Und das so 1 bis 2 Jahre, bei den meisten ist das so 1 Jahr ungefähr, in die Zukunft schaut. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, Roadmap dieses Kompetenzpools, bisschen älter schon, aber reicht noch in die Zukunft. Und da haben die einfach mal fixiert, was wollen sie sozusagen tun zum Start, Ziele besprechen, Mai 2014 abgeschlossen, Kompetenzpool aufbauen, also sichtbar machen, wer weiß was, wer sind Zulassungsexperten bei Siemens in der Uni, welche Spezialitäten haben die, kennen die sich in China aus, in Singapur, in Malaysia. Und dann irgendwie auch so ein Pool, also das jetzt Ziel bis Ende des Jahres, Know-how-Pool aufbauen, wo Vorlagen, Leitfäden, Guidelines drin sind, mit denen jemand, der noch nie Zulassung gemacht hat im Medical Valley, starten kann. Wie so ein Template, so ein Paket, mit dem er loslegen kann. Und von den Communities, das hat mittlerweile jede, das ist sozusagen ein ganz zentrales Element in dem Treffen mit dem Vorstand auch, weil da sozusagen berichtet wird, so wir als Community haben uns das und das Ziel gesteckt, auch natürlich die Rückschau, wir hatten uns die Ziele gesteckt, haben wir die auch erreicht oder nicht? Das ist auch eine spannende Geschichte. Und dann auch ganz oft dadurch, dass der Vorstand sehr, also wer das gesehen hat, letzte oder vorletzte Manager-Magazin, da ist immer hinten drin diese Seite, was macht eigentlich XY? Und da stand, was macht eigentlich Professor Reinhardt? Der Professor Reinhardt ist der Vorstandsvorsitzende des Medical Valley und das ist der ehemalige Vorstand von Siemens Healthcare. Und der ist jetzt seit 4 Jahren Vorstand des Medical Valleys und der hat natürlich eine wahnsinnige Vernetzung weltweit, der kennt Gott und die Welt. Ja, und in diesen Treffen, wo man dann eben über sowas spricht, kommt da ganz viel Know-how rein, habt ihr schon mit dem gesprochen, da gibt es noch den, ich hatte neulich den Kontakt, wo sozusagen das nochmal angereichert wird oder auch mal so eine Roadmap auch nochmal in Frage gestellt wird. Also diese typische, wer mit höheren Führungskräften zu tun hat, Leapfrogging, also ist das Ziel auch hoch genug gesteckt? Da hat man dann oft so Diskussionen, da stehen dann bis Ende des Jahres Ziele, die völlig utopisch sind. Und meist einigt man sich da irgendwo in der Mitte und mit der Hilfe dann der Leute, des Vorstands, gelingt es aber dann auch meist, irgendwas in der Community zu schaffen, was mehr ist, als man so grassrootmäßig von sich aus geschafft hätte. So, ich habe mal von dem Jörg Trinkwalter, das ist derjenige im Medical Valley, der sich sozusagen um das zentrale Community Management dort kümmert. Also von der Struktur her, wir haben innerhalb des Vereins, da gibt es natürlich Funktionen wie Fundraising, Leute, die Forschungsgelder beschaffen, es gibt Marketingfunktionen, also das ist im Kleinen ähnlich wie in der Firma im Großen. Und es gibt aber eben auch den Jörg Trinkwalter, der sich dort um das zentrale Community Management kümmert. Und weil er heute nicht hier sein kann, habe ich trotzdem mal so eine kleine Videostimme von ihm eingefangen, wo er darüber spricht, wie er das Thema Community Management im Cluster sieht? Ich denke, dass wir in einem Cluster generell keinen zentralen Ansatz verfolgen sollten, sondern dezentral. Heißt, die Expertise über all die Themen, die in einem Cluster relevant sind, ist natürlich nicht in einem Cluster Management gepoolt, sondern sie verteilt sich subsidiär auf die einzelnen Partner im Netzwerk. Und dementsprechend ist es natürlich unglaublich wichtig, die entsprechenden Experten zu speziellen Themen zu vernetzen. Und im Idealfall geschieht sogar oder tritt ein Effekt ein, den wir im Medical Valley nachvollziehen können. Das heißt, es entstehen eigentlich Gruppen, es entstehen Projektideen, es entstehen Konstellationen, Kompetenzen, die für ein Cluster Management gar nicht sichtbar waren.
die aber sich finden und die dann eigentlich eine sehr starke Wirkung nachhaltig entfalten. Okay. Kannst du mal ein Beispiel geben für eine Community in Medical Valley? So ein bisschen mit der Geschichte und Also es gibt vielleicht zwei ganz gute Beispiele in Medical Valley. Das eine ist eine Community im Bereich der Implantate, Transplantate, Knochenersatzmaterialien. Diese Community ist entstanden aus einer Anfrage aus einem ganz anderen Industriebereich. Wir wurden nämlich vom Cluster der industriellen Biotechnologie kontaktiert, die für spezielle Anwendungen medizintechnische Partner gesucht haben. Wir haben dann da Workshops gemacht, also und haben geschaut, wo können wir spezielle Beschichtungsverfahren beispielsweise, die in deren industriellen Umfeld bereits breite Anwendung finden, für Implantate tatsächlich nutzbar machen. Und über diesen Austausch, über diese Workshops ist eine sehr rege Community entstanden. Die hat sich dann auch ein Stück weit verstetigt und professionalisiert über ein ZIM-Kooperationsnetzwerk, dann über ein ZIM-Kooperationsnetzwerk. Und dort sind innerhalb von kürzester Zeit cross-industriell ganz interessante, spannende Forschungs- und Entwicklungsprojekte entstanden, die in dieser Form, in dieser Konstellation ohne diese Community nicht entstanden wären. Ein weiteres Beispiel, was, denke ich, sehr interessant ist und gerade jetzt für den Bereich Medical Valley von großer Relevanz ist, ist, wir haben eine Community im Bereich Arzneimitteltherapiesicherheit aufbauen können. Heißt rund um die Themen Optimierung des Medikationsprozesses. Diese Kompetenz, diese geballte Kompetenz war für uns als Cluster Management am Anfang, wie wir begonnen haben, auch nicht sichtbar, hat sich aber wirklich bahnbrechend entwickelt in der Hinsicht, dass wir mittlerweile in Bayern als Modellregion für die digitale Gesundheitswirtschaft mit dem Schwerpunkt Optimierung des Medikationsprozesses wahrgenommen werden, dass es uns mehr und mehr gelingt, auch nationale Sichtbarkeit über diese Vorreiterrolle, die wir in diesem Segment haben, zu gewinnen. Und wir dort eigentlich denken, dass wir über die Community, über die Vernetzung von Kompetenzen, über das Generieren von Projektmitteln eigentlich mittlerweile dabei sind, uns national eine Spitzenstellung, eine Vorreiterrolle zu entwickeln. Also das sind zwei Beispiele. So, die Beispiele zählt noch ein bisschen was am Ende. Also ich denke, um jetzt auf die inhaltlichen Themen einzugehen, ein ganz zentraler Aspekt und Erfahrung ist, dass man selbst in so einer regionalen Konzentration, wo man teilweise mit den Leuten einmal im Monat Mittagessen ist, überhaupt nicht weiß, wo welche Kompetenzen oder Ideen oder Projekte liegen. Also was ich für ganz fatal halte im Community Management, ist ein Ansatz und so ein zentraler Steuerungsansatz, wo ich glaube, zu wissen, was da draußen alles ist. Und deswegen haben wir sehr stark bei uns diese Ökosystemmetapher, dass wir sagen, wir müssen Ökosysteme schaffen, innerhalb derer Leute zusammenkommen können, sich treffen können, wir auch gar nicht genau kontrollieren können, was da passiert, sondern durch die Interaktion in den Ökosystemen dann die Innovation entsteht. Und Innovation jetzt in Form eines solchen Clusters heißt, neue Forschungsprojekte, neue Kooperationen zwischen den Partnern, neue Produktentwicklungsprojekte. Und das kann ich aber nicht planen. Also ich kann nicht für diesen Cluster jetzt eine Roadmap hinschreiben und sagen, im März 2013 treffen sich die 5 Leute und daraus wird dann 2 Jahre später ein tolles neues Produkt. Dieses Gefühl, ich kann das nicht kontrollieren, sondern es ist ein evolutionärer Prozess. Ich muss ihn sich entwickeln lassen. Ich bin aber der das Umfeld bereitet. Ja, wenn man mit so, als man noch keine sozialen Netzwerke hatten, sondern Wikis, waren sehr stark diese Gärtnermetaphern. Ja, ich bin der den Dünger einbringt und die Beete zieht und schaut, dass die Rosen neben den Tulpen stehen. Ja, sowas kann ich machen. Ich muss mich als so ein Ökosystemgestalter verstehen. Kleiner Ausblick noch zum Abschluss. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren angefangen, wie gesagt, weil diese Community-Aktivitäten, die Logik innen drinnen ist immer, Wissensvernetzung, wir bringen Leute zusammen, wir bringen Ideen zusammen und da soll Innovation rauskommen. Also die Logik ist eigentlich immer über Lernen und Wissen zu Innovationen. Wir haben innerhalb des Clusters das Ziel gesteckt, dass über diese Projektlaufzeit von 5 Jahren ein Umsatzplus in der Region von 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet wird. Und wir sind aktuell schon, also die meisten Projekte, die enden ja erst nächstes Jahr, aktuell nach den Schätzungen der Evaluation bei ungefähr 1 Milliarde Euro. Also auch das ist, man vielleicht auch nochmal dazu sagen, das ist doch auch, manchmal denkt man immer so Uni und so, das ist alles so ein Elfenbeinturm, aber das ist doch auch sehr stark business- und innovationsorientiert.
Und da einfach so ein paar Beispiele noch, was da gemacht worden ist. Den Healthcare Entrepreneur Club hatte ich genannt. Wir haben mittlerweile 3 Open Innovation Wettbewerbe abgeschlossen. Zum Beispiel auch mit diesem ganzen Thema Cross-Cluster Innovation. Also sehr viel Innovation kommt gar nicht aus dem Themengebiet Medizin für sich, sondern wir haben mit dem Cluster MAI Carbon. MAI steht für München, Augsburg, Ingolstadt. Da ist sehr viel Audi, sehr viel BMW, sehr viel SGL Carbon, also geht es um den Werkstoff Carbon, einen Innovationswettbewerb gemacht, wo es darum geht, wie kann ich Carbon in der Medizintechnik einsetzen. Ich habe Ihnen auch mal dieses Buch, was da so abgebildet ist, gebracht. Also da kam durchaus eine gut dreistellige Anzahl von Ideen raus. Der Gewinner ist ein Carbon-Sprühpflaster, das heißt, wenn Sie zum Beispiel Motorrad fahren, haben einen Unfall und es ist nicht klar, ob Sie irgendeine Verletzung an der Wirbelsäule haben, ja, kriegt man da so ein Carbon-Spray und man hat praktisch eine komplette Stabilisierung des Halses, nicht so Halskrause oder so, weil das Carbon aushärtet und der Transport bis zum Krankenhaus sorgt dafür, dass wenn zwar was gebrochen ist, Nerven aber noch nicht durch sind, Sie sozusagen nicht auf dem Transportweg sozusagen so geschädigt werden, dass Sie den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Also da kommen durchaus Sachen raus, kommen auch viele Ideen raus, kennen Sie vielleicht, wenn Sie Open Innovation oder Crowdsourcing in Ihrem Unternehmen gemacht haben, da kommt auch viel raus, das ist total verrückt, da konnte man auch schön lachen mal den ganzen Abend drüber, aber da kommen durchaus auch viele greifbare Sachen raus. Na, da kann man sehen, gibt es eine eigene Open Innovation Plattform mittlerweile mit diesen Innovationswettbewerben, so wie man das kennt, mit Preisgeldern, die von den Firmen ausgegeben werden. Da vielleicht so eine Erfahrung. Aus unserer Sicht gibt es 3 wichtige Bestandteile für so Open Innovation Projekte. Man braucht irgendwie den Wettbewerb, also man braucht diese zeitlich begrenzte Aktion, wo es darum geht, eine Innovation sozusagen oder eine Ideensammlung zu machen. Man braucht den Marktplatz, auf dem diese Ideen stattfinden, Leute sich austauschen können, und man braucht die Community dazu. Und alle Plattformen, die man so im Internet kennt, sei das 9sigma, sei das Innocentive, es ist immer sehr stark diese Plattform sichtbar. Ja, ich behaupte, dass die Plattform tatsächlich nur, ich will jetzt keine Prozentzahl sagen, aber nur ein Teil der Gleichung ist. Mit das Wichtigste ist die Community von Leuten, die sich rund um diese Plattform und diese Innovationswettbewerbe rankt, weil ohne die kriegen sie keine guten Ideen in die beste Plattform hinein. Und das Neueste jetzt, was wir machen, das findet im Dezember statt, so die Idee, Open Innovation Prozesse und Barcamps zusammenzubringen. Ich habe Ihnen mal das Plakat mitgebracht, wer nachher reinschauen will. Das ist ein Healthcare Innovation Camp, funktioniert im Prinzip wie im Barcamp-Modus, aber der Grundprozess innen drin ist ein Open Innovation Prozess. Und es ist uns glücklicherweise gelungen, das sieht man hier unten, wir haben in der Metropolregion Nürnberg, können Sie nachher gucken, bringt jetzt eh nichts, wenn ich es hochhalte, insgesamt 19 Universitäten und Hochschulen, und die 8, die sich mit Medizintechnik, Bewegung und so weiter beschäftigen, die sind dort involviert, ja, und die geben teils ihren Studenten ECTS-Punkte dafür, dass sie im Innovation Camp teilnehmen. Die Firmen aus dem Valley haben die Wettbewerbe eingegeben, also wir haben jetzt insgesamt in dem Camp 3 Wettbewerbe, eins davon von Siemens und noch von 2 anderen, ja, und so versucht man auf der einen Seite natürlich den Innovationsprozess zu treiben, auf der anderen Seite ist es natürlich für die Studenten, für die Unis ein sehr guter Marktplatz, um sozusagen zukünftige Arbeitgeber zu bekommen. Wenn jetzt einer überlegt, mache ich meine Healthcare-App, gehe ich nach Berlin, gehe ich nach Tel Aviv, gehe ich nach San Francisco, vielleicht ist es eine Option, in der Region zu bleiben. Umgekehrt für die Unternehmen, die die Wettbewerbe reingeben, ist natürlich auch ein sehr schöner Talentmarktplatz, wo man sieht, wer ist da so in Kooperation von seinem Know-how und so, wer könnte da geeignet sein, dass wir uns den als Mitarbeiter holen. Ja, so viel, damit bin ich durch, dass wir genug Zeit auch noch haben, um die eine oder andere Frage zu stellen. Dankeschön. Ja, danke auch. Danke.